Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, recht herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel SG Ratingen gegen TV Korschenbruch. Ich darf immer die beiden Trainer hier begrüßen. Zu meiner Rechten den Korschenbrucher Trainer Ronny Rogawska und natürlich zu meiner Linken unseren Heimtrainer Richard Radka. Gib dann das Mikrofon erstmal weiter an Ronny mit der Bitte um einen Kommentar zu diesem ja teilweise verrückten Spiel. Ja, würde ich gern abgeben. Erstmal ein riesen Dankeschön an unsere Fans hier drüben. Und dann zum Spiel. Ja, man hat ja gesehen, es waren zwei Mannschaften, die wirklich heute enorm viel Angriff Handball spielen wollten. Beide Mannschaften haben sich enorm schwer getan in den Abwehrreihen. Und wir haben immer probiert, auch mit schnellen Aktionen zu agieren. Das hat auch teilweise gut geklappt, wenn wir keine Lösung gefunden haben im Angriffsspiel. Und ich denke dann nach hinten, nach Ende raus, sind es dann Kleinigkeiten. Vielleicht ein bisschen mehr Glück auf der einen Seite. Aber gut, das Glück nehmen wir heute mit. Das hat uns oft gefehlt. Und von daher nehmen wir dann auch den Sieg mit. Und bedanke mich noch einmal auch bei allen, die hier waren heute. Auch danke für ein schönes Jahr. Und auch Richard, Glückwunsch zu einem super Jahr. Sehr, 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 sehr gute Leistung für Aufsteiger. Darf man auch nicht vergessen. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Noch eine letzte Frage. Ratingen hat ja während des ganzen Spiels vorne gelegen, immer mit ein bis drei Toren. Und zum Schluss beim 29:29 hatten Sie dann Ballbesitz und haben eine Auszeit genommen. War das auch irgendwie so deswegen, dass Sie sagten, so jetzt hätten wir die Chance, erstmalig in Führung zu gehen? Oder hat das damit gar nichts zu tun? War das einfach reiner Zufall? Nein, ich hatte schon eine Sache, die ich gerne haben wollte. Und den haben die Jungs dann auch gespielt. Das hat auch gut geklappt, muss man sagen. Und ja. War Können und Glück auch, beide Sachen auf einmal. Ja, dann schönen Dank und viel Glück noch mit dem TV Korschenbruch. Kommen wir zu Richard. Richard, bei dir auch erstmal die Bitte um einen Kommentar zum Spiel. Ja, guten Abend. Meine Stimme ist so ein bisschen leise, aber ich werde es versuchen, es so deutlich wie möglich zu machen. Ich gratuliere erstmal Korschenbruch zum Erreichen des DHB-Pokals. Ja, zum Spiel. Unter den Bedingungen, unter denen wir gespielt haben, haben wir ein großes Spiel gemacht. Die Mannschaft hat sich wieder zusammengerissen. Wir waren auf Augenhöhe mit Korschenbruch. Wenn das einer vor der Saison gesagt hätte, dass wir mit gegen Korschenbruch um den 7. Platz spielen, hätte man uns sicherlich belächelt. Und von der Seite haben wir das Spiel heute verloren, aber insgesamt eine Saison gespielt, mit der man sehr zufrieden sein kann. Und man sollte sich jetzt auch nicht an diesem Spiel aufhängen, weil was könnte man sogar tun, weil auch das war gut. Und wir haben halt einfach zum Schluss die Kleinigkeit, das Quäntchen Glück nicht gehabt, aber damit können wir gut leben. Wir sind Achter geworden jetzt in dieser Saison und bin hochzufrieden. Ich freue mich über die Entwicklung der Mannschaft und ich glaube, dass wir im nächsten Jahr uns weiter stabilisieren können und hoffe einfach, dass wir etwas mehr vom Verletzungspech gerade Arthur oder Dominik verschont werden, wenn wir das schon zwei Leute sind, die eine sehr, sehr große Bedeutung bei uns haben. Aber andererseits hat man gesehen, dass die Mannschaft mittlerweile als Team in der Lage ist, jeden Ausfall zu kompensieren. Und das finde ich ganz klasse und von der Seite bin ich sehr zufrieden. Bedanke mich nochmal für die Unterstützung und hoffe einfach, dass wir nächstes Jahr vielleicht den einen oder anderen mehr noch in der Halle haben. Deswegen vielleicht die Bitte, immer im Freundeskreis ein bisschen Werbung für uns machen. Wir würden uns freuen, wenn ein bisschen mehr los wäre in der Halle. Das wäre ganz toll. Vielen Dank. Ja, danke schön, Richard. Auch nur ganz kurz die Frage, du hast ja gerade schon erwähnt, den Einzug in die erste Hauptrunde des DHB-Pokals habt ihr jetzt verpasst, aber andererseits, ihr habt so viel erreicht in dieser Saison, das ist ja zumindest dann ein schönes Ziel, was man anstreben könnte in der neuen Saison. Bist du deswegen nicht ganz so traurig, dass jetzt das mit dem Einzug nicht geklappt hat? Oder sagst du, naja, also ich hätte schon ganz gerne da gespielt? Natürlich will man die Spiele gewinnen und es ist auch ein sehr interessanter Effekt. Wir sind als Aufsteiger jetzt Achter geworden. Unser Ziel war es, drin zu bleiben. Und unser nächstes Ziel wird sein, unter die ersten 10 zu kommen und nichts anderes. Die Saison war sehr gut, wir haben viel Glück gehabt und wir müssen jetzt einfach aufpassen, dass die Ziele, die man sich steckt, nicht einfach zu hoch werden, dass die Erwartungshaltung nicht uns überholt. Und wir werden uns natürlich bemühen, das Ergebnis zu wiederholen. Aber man muss auch sagen, das ist alles sehr eng
Und wenn wir nächstes Jahr es schaffen, uns in der dritten Liga endgültig zu etablieren, das heißt im Mittelfeld zu spielen unter den ersten 10, werden wir sehr zufrieden sein und das wird auch unsere Zielsetzung sein. Ja, schönen Dank Richard und schönen Dank auch Ronny, dass er sofort rausgekommen seid zur Pressekonferenz. Wünschen also dem TV Korfel Groschenbruch viel Erfolg im DRB-Pokal und wir werden es in der nächsten Saison logischerweise wiedersehen und es wird wieder knappe und ja, wirklich bestimmt spannende Spiele geben. Ihnen allen wünschen wir auf jeden Fall auch noch ein schönes Restwochenende. Denken Sie daran, wenn Sie möchten, sind Sie alle herzlich eingeladen, jetzt noch zum Frankenheim Bürgerhaus am Marktplatz zu kommen. Dort gibt es jetzt eine kleine Saisonabschlussfeier. Da können Sie nochmal sich mit allen Spielern unterhalten. Und nicht vergessen, spätestens beim Schützenfest, also am ersten Wochenende im August, wenn wir dann die leicht veränderte Mannschaft beim Ratinger Schützenfest dann vorstellen können. Spätestens dann werden wir uns wiedersehen. Wünsche Ihnen allen noch viel Spaß. Den Korschenbrüchern kommt gut nach Hause und tschüss bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss bis zur neuen Saison.